Junk Food Taster, dann kam wir diese 2016. And it's about bubblegum again. This time football gum. Yeah, this is Finny. And Finny has all this crazy bubblegum idea. So I'm very excited for the football. Yeah, I've got three of them today. Let's do it. Here we go. Does a football look like this? Nee. It looks more like a snail, a house of a snail or something. Yeah, I had the hamburger just recently. The hamburger didn't look like a hamburger. And this is not the football. Yeah, you need a lot of imagination. You have, yeah. Let's cut it. I always cut stuff. Here we go. And like all of these, for instance, also the camel ball, they are liquid filled. So I'm eating one now. Mm-hmm. So it's a sour liquid. This is funny here. Here it says gluten free. What is gluten? yeah. I think I don't like it too much. I think it's cherry, I'm not quite sure. It's not tasty enough. It's a little bit under the radar here. So I think wrong. Here. If you agree completely with me and say the football by Finny is the greatest bubblegum ever, then please write a comment. If nobody writes a comment that's the best bubblegum ever, it's probably not the best bubblegum ever. Yeah, what's your favorite bubblegum? And yeah, I think I have awesome. The last thing I have is I think watermelons. Yep. Do you want more bubblegum reviews? There are quite a lot out there. So yep, I think that's it. Thanks for watching. Now, do you know what a bubblegum football is? I think the most interesting in terms of like turning a ball into bubblegum is a tennis ball. Yep. So, but this was where the tennis ball was very big. You may just want to search on the search feed on my channel with Finny, and you should find all the Finny bubblegums. Alright. Gut, jetzt hier also der Fußball. Oh, das sieht nicht aus wie ein Fußball, oder? Sieht so ein Fußball aus? Also so einen habe ich noch nicht gesehen. Und in drinnen hat er so eine leicht säuerliche Füllung. Kann man natürlich zerdrücken. Ne? Und so leicht nach Kirsche schmeckt er. Überschreibt mich jetzt nicht so. Nicht so wie die Camel Balls, die waren besser. Ja. Ja, habt ihr die gegessen? Wie schmecken euch die? Ich würde auch sagen, ist etwas schwächer. Die sind mir auch ein bisschen zu weich, ehrlich gesagt. Ja, es zerläuft ziemlich stark. Ich muss mir jedes Mal, nachdem ich hier so eine die Lebensmittel anfasse, jedes Mal die Hände waschen danach. Damit ich hier nicht das ganze Equipment und alles voll sauer. Gut. Ja, genau. Und wenn ihr irgendeinen Wunsch habt in Richtung Kaugummis, sagt Bescheid. Da gibt es ja einiges. Ja.
Ist fast wie Bier oder so. Jedes Land hat dann Kaugummis. Gut, ansonsten war es das soweit. Ich werde vielleicht auch irgendwann mal alle diese Finny-Bälle gegeneinander antreten lassen in der Battle. Mal sehen. Und ansonsten war es das jetzt. Danke, dass ihr zugesehen habt.